Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Journey. Es hat ein paar Tage ausgesetzt, das tut mir sehr leid, aber ich versuche das jetzt etwas flüssiger fortzusetzen, damit wir hier auch mal vorankommen. Wir sind mit Kim nach wie vor in Paris, wollte ich schon sagen. Nein, natürlich in Madrid und spielen da gegen Italien, was komisch ist. Warum spielen wir in Madrid nicht gegen Spanien? Naja, von mir aus dann spielen wir halt in Madrid gegen Italien. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, aber gut. Auf geht's. Warum doch jetzt immer im Hintergrund Juve-Trikots liegen? Ich meine, wir spielen wahrscheinlich jetzt also zumindest Juve-Handtücher. Ich meine, wir spielen jetzt wahrscheinlich im Stadion von Juve, aber nicht so ganz durchdacht vielleicht. Das ist halt Frauenfußball, der ist nicht so ganz durchdacht, wie es aussieht. Mit Hunter spielen, ich war gerade verwirrt. Nein, wir spielen natürlich mit Kim Hunter. Aber wir spielen mit dem Team. Ich mag diese ganze Duo-Sache immer noch nicht so wirklich gerne. Aber wir haben Kims Geheimaufgabe schon gelöst. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen beiden Geheimaufgaben dann eher für Alex und Danny sind. Nicht mehr für Kim, von daher. Auch wenn ich Alex momentan gar nicht supporte bei seiner Einstellung. Aber hätte man ja irgendwie kommen sehen können. Ich finde es nur komisch, dass das jetzt innerhalb von 3 Wochen wohl scheinbar passiert ist. Aber gut. Wolfuß und Frank Buschmann sind heute nicht da, dafür bin ich hier. Ich überlege aber, ob ich für das nächste Spiel wieder die Kommentatoren anschalte, einfach leise im Hintergrund. Wäre vielleicht sinnvoller. Einfach, weil ich halt gerade in den Spielen, wo ich mich ein bisschen mehr konzentriere ab und zu auch, dann, naja, nicht mich so stark aufs Commentary konzentrieren muss, sondern halt auch zumindest irgendwie jemand euch unterhält, wenn ich mal kurz mein Nichts sage. Jetzt, wie gesagt, in Situationen, in denen ich mich ein bisschen mehr konzentrieren muss, dann etwas angenehmer. Kimi, starte mal durch. Ah, schade, das wäre schön gekommen. Ah, mal gucken, vielleicht wird das noch. Kriegen auf jeden Fall erstmal den Einwurf. So. Lauf doch, Kimi. Sehr schön. Okay. Schade. Doch nicht sehr schön, sondern nur schön. Ich hatte den eigentlich schon fast sicher bei uns gesehen. Und jetzt nach vorne. Starte, Kim. Wieder jedes Mal so. Läuft nicht so, wie ich das am liebsten hätte. Jetzt aber, Kim. Jetzt vernünftig durchstarten. Jetzt der Pass im richtigen Moment. Und der war wieder kacke. Wieso kann keiner unserer Mitspieler einen vernünftigen Pass spielen? Kim startet jedes Mal richtig, aber der Pass kommt jedes Mal kacke an. Dann macht halt morgen das Tor. Meine Güte. Aber die Frage ist das hier jetzt eigentlich ein Freundschaftsspiel? Ist das ein Qualifikationsspiel? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Qualifikationsspiel wäre komisch. Ich weiß jetzt nicht, wie die Qualifikationslage im Frauenfußball ist, aber normalerweise müssten die ja in der nordamerikanischen Qualifikation sein. Unser Qualifikationsspiel war ja gegen Kanada. Und danach haben wir gesagt, wir haben uns jetzt für die WM qualifiziert. Da hatten wir uns, glaube ich, sogar vorher schon. Sodass man da als Spiel auch nichts mehr hätte versauen können. Okay, der Pass war besser, aber Kim ist mit Ball irgendwie nicht die schnellste. Was ist denn mit dem Sound gerade los? Wir hatten nach dem Part auf jeden Fall den PC mal kurz neu starten. Geht jetzt während der Folge gerade schlecht. Aber irgendwas stimmt da nicht. Weil ich höre ja den PC-Sound und der fängt immer wieder ein bisschen an zu stottern und entweder haben meine Kopfhörer gerade ein Problem oder mein Aufnahmeprogramm und dann hört ihr das natürlich auch. Also wenn ihr keine Soundstotterer hört, dann liegt es wohl gerade an meinen Kopfhörern. Ja, schade. Und Kim soll ihr Tor noch schießen, dafür muss sie sich aber mal ein bisschen besser
positionieren, weil sie scheint mit Ball sehr langsam zu sein. Von daher braucht sie eine sehr gute Ausgangsposition. Mann. Oh, da stehen zwei Italiener komplett frei. Das war hoffentlich abseits. Was auch. Puh. Gut, dass er nicht auf den hinteren gespielt hat, aber auf die hintere gespielt hat, weil die war, glaube ich, nicht im Abseits. Ist Kim jetzt wieder ZDM oder warum ist sie jetzt wieder so weit hinten? Meine Fresse, du sollst ein Tor machen, Kim. Das heißt, du musst auch mal in die Offensive gehen dafür. Sound, bitte beruhig dich. Oh, jetzt hat Morgens wieder verkackt. Mann, dreimal ist Kim richtig gestartet und dann kamen die Pässe richtig beschissen und zweimal kamen die Pässe gut und hat Kims versaut. Es ist ihr heute wieder mal nicht gegönnt, ein Tor zu schießen, wie es aussieht. Aber immerhin haben wir eins vorgelegt. Das ist ja auch schon mal eine Sache mit dem einen einzigen Schuss, der in diesem Partie passiert ist. Ja, machen wir mal weiter. Gutes Zusammenspiel mit Morgan, das sehe ich auch so, auch wenn die nächste Spielerin das nicht so gut gemacht hat. Ein gutes Zusammenspiel mit Morgan hatten wir allein aus dem Grund schon, da wir ihr ein Tor vorgelegt haben. Girelli. Gehen wir aus dem Weg. Die spielen jetzt deutlich offensiver. Das habe ich schon direkt, nachdem wir aus der Pause rausgegangen sind, gehört. Gehört, sage ich schon wieder. Ich sage gehört, weil das gerade diese Soundfehler, die gehen mir gerade so auf den Nerven. Die bringen mich so raus. Gesehen habe ich das sofort, weil sie halt hinten viel offener waren als in der kompletten ersten Hälfte. Und vorne jetzt eben schon mit vier Mann da standen. Boah, was kann Kim eigentlich? Die kann keinen vernünftigen Pass spielen, die kann mit Ball nicht laufen, die kann die Bälle auch nicht annehmen. Hatte sie stärker in Erinnerung. Es wird noch eine harte Aufgabe, dich hochzutrainieren, meine Gute. Ich meine, solange wir immer in das Tor für morgen gerade vorgelegt haben, ist alles gut. So, was kriegen wir jetzt für Anweisungen? Das haben wir auch, das haben wir auch. Also, wir brauchen nichts mehr tun. Traineranweisungen, bleib einfach stehen und tu gar nichts. Spiele 12 Pässe, ich hab doch schon 10. Spiele 10 Pässe, ich hab doch schon 12. Oh ja, gut, ja, dann mach gar nichts. Danke, Trainer. Okay, eigentlich sollte der auf die anderen gehen. Boah, diese Soundfehler, ne? Meine Güte, gehen die mir gerade auf den Nerven. Ich hoffe, ich hier hört das nicht, weil das ist das Schlimmste. Gott, wieso kann keiner aus dieser Mannschaft passen? Das ist ja unfassbar. Boah, diese Soundfehler! Genau in dem Moment, in dem ich schießen wollte, kam dieser Dreck-Soundfehler wieder und hat mich beim Time-Finish voll aus dem Konzept gebracht. Ich meine, der wäre wahrscheinlich eh nicht reingegangen, weil der war ja abgeblockt und der wäre wahrscheinlich auch abgeblockt worden, wenn ich einen Time-Finish hingekriegt hätte. Aber trotzdem, ich habe das Time-Finish jetzt gerade echt nur versaut, weil genau in dem Moment wieder dieses... Also es ist halt nicht so ein nerviges, der Sound ist kurz weg, sondern es macht halt so ein richtiges... so ein Plopp-Geräusch, das richtig nervig ist. Ich sag das jetzt nur, falls ihr es nicht hört, weil ich nach wie vor nicht weiß, ob es an dem Spiel, der Konsole, der Capture Card, dem Capture Card Programm,
oder meinen Kopfhörern liegt. Das sind sehr, sehr viele diverse Fehlerquellen, die dafür verantwortlich sein könnten. Von daher habe ich keinen Plan, ob ihr es hört oder nicht. Jetzt aber, nein, das war so eine gute Chance. Ja, let's go. Ich bin ja dabei. Meine Güte, reg dich mal nicht so auf an der Seitenlinie. War das abseits? War kein Abseits. Dann hättest du dir noch durchaus ein bisschen besser spielen können, Kim. Och nö. Och nö. Sehr schön. Versuch alles um Kim in Szene zu setzen, verdammt. Die sollen ein Tor schießen. Meine, wir führen, wir haben eine fast 8er Bewertung, wir haben ein Tor vorgelegt, ist ja alles gut. Nur ein Tor schießen wäre schon noch ganz cool, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir nicht noch den Ausgleich kassieren. Tun wir nicht. 2 Minuten Nachspielzeit sind gleich rum. Also, falls überhaupt noch, dann jetzt letzte Chance, aber nö, das war's. Na, immerhin Tor vorgelegt. Wir haben ja alle Bedingungen erfüllt, die wir tun sollten. Daher bin ich zufrieden. Ich weiß, dass ich die alle erfüllt habe, das brauchst du mir nicht nochmal zeigen, aber vielen Dank. Ja, vielen Dank. Darf ich jetzt weitermachen? Bitte? Boah. Es ist jetzt nicht so spannend, die Animation, dass ich mir die jetzt hier 5,5 Stunden angucken muss. Hallo? Ich kann es echt nicht überspringen. Jetzt kann ich es. Meine Güte. Versuche zu passen, statt den Gegnern den Ball zu geben. Oh, danke für den Tipp. Wäre ich von alleine niemals drauf gekommen. So, aber das lief doch ganz gut. Auch wenn sich bei der Partnerwertung trotz unserer Vorlage nicht wirklich viel verändert hat, wie es aussieht. Aber haben wir trotzdem 2 Skillpunkte. Das ist ganz gut. Die können wir kurz verbessern. Wohin wollten wir? Wir wollten unseren Antritt erhöhen. Wollten wir Abseitsfall überlisten? Wollten wir die Stärke erhöhen? Ich glaube, die Stärke ist in diesem FIFA ja schon ganz wichtig. Den schwachen Fuß verbessern. Außenristschuss. Ich weiß es gar nicht, was wir machen wollten. Ich glaube, ich wollte hier unten irgendwo hin. Schusskraft oder sowas in die Richtung. Deswegen machen wir erstmal das. Das kostet doch 2 Punkte. Von daher, weiter geht's. Das war ja ein schöner Aufenthalt in Madrid. Ich dachte, da klärt sich noch irgendwas mit Alex, aber scheinbar ist sie nur kurz hingeflogen, wurde aus der Villa verwiesen, hat dann im Madrid-Stadion trainiert, hat dann im Juve-Stadion gespielt und ist jetzt wieder zurückgeflogen. Naja, schauen wir mal ganz kurz ins Social Media rein. Ich freue mich auf die FIFA-Frauenwelt, muss jetzt schon im Sinne auf die tollen neuen Talente, die bei uns unterschreiben werden. Ja, Beatrice Villanova, du hast uns gerade ein bisschen vergrault, sonst hätten wir vielleicht bei dir unterschrieben. Jetzt sollen wir aber zurück auf Alex wechseln. Und das tun wir natürlich. Nicht wahr, Alex? Was geht bei dir eigentlich so ab? Oh, was? Wie weit ist King denn jetzt bitte schön in den Vor da vorne gesprungen? Die ist jetzt am 15. Mai 2019 schon und die beiden stecken noch im August fest. Na, herzlichen Glückwunsch, da werden wir wohl lange nichts mehr von Kim sehen. Fünfzehnter Mai, das ist doch fast Ende der Saison, das ist doch fast Weltmeisterschaft jetzt. Also Kim wird wahrscheinlich seitdem gar nichts mehr zu tun haben. Okay? Ich hoffe, sie taucht trotzdem noch bei den anderen beiden Stories auf. Und deshalb machen wir jetzt hier in Madrid erstmal weiter. Torwart-Duell, Direktabnahme, Volley. Von mir aus, mach hin. Wir wollen ja wissen, wie es bei Real weitergeht. Die Fans von Real Madrid brauchen Tore, die die Luft zum Atmen.
Sorg dafür, dass sie genug bekommen. Und sorg dafür, dass die Fans nicht hören, was du hier sagst. Hört sich so, als wenn die sehr anspruchsvoll wären, eure Fans. Also Alex ist halt im Vergleich zu Danny und Kim schon sehr overpowered, oder? Ich meine, weil wir von denen halt die übernommenen Werte aus zwei Spielen haben. Dann haben wir quasi schon zwei Spiele lang hochtrainiert, während Kim und Danny jetzt halt quasi das erste Mal wirklich selber leveln können. Von daher habe ich nach wie vor das Gefühl, als wenn die Alex-Story für uns ein bisschen geschenkt werden könnte. Weil der halt wirklich schon ein Top-Spieler für FIFA ist. Und die anderen beiden halt erstmal welche werden müssen. Von daher haben wir bei den anderen beiden halt wieder eine ähnliche Herausforderung wie in den vorherigen FIFA-Teilen. Und bei Alex halt nicht wirklich. Es wurde halt von FIFA zu FIFA einfacher. Ja. Nächster bitte. Direktabnahme Volley. So wie ich FIFA kenne, wird die da auch relativ häufig. Steht super Timing, aber gut, dass er nichts gemacht hat. Meistens wird er das hier statt Direktabnahme Volley wahrscheinlich eher, ne? Macht er nicht. Kopfbälle machen. Wie zu früh. Ich habe doch in dem Moment gedrückt. Na, ist mir geil. Meiner Meinung nach drücke ich genau in dem Moment, in dem er halt auch mit dem Dingens mit dem Fuß den Ball berührt. Aber wenn ihm das zu früh ist, dann drücke ich halt später. Wir haben Courtois im Tor, ne? Ist jetzt nicht so einfach, dagegen ein Tor zu erzielen. Das machen wir nochmal. Das meinte ich mit, der wird wahrscheinlich eher einen Kopfball machen. Jetzt macht er auch nur noch Kopfbälle, aber es bringt uns immerhin Tore, von daher. Lieber ein Kopfball-Tor statt einen, naja, Volley nicht Tor. So ist aber auch sehr schön. Das hat uns, glaube ich, schon genug Punkte gegeben, dass wir den Rest hier auch noch versauen können. Trotzdem gewinnen. Wir brauchen jetzt, glaube ich, noch 10 Punkte. Von daher, vielen Dank. Was hätte ich denn dagegen jetzt machen sollen? Ich meine, der Torwart war da, wir konnten nichts tun. Die Flanke war einfach scheiße. Da kann man mich doch jetzt nicht mit 0 Punkten dafür bestrafen, dass die Flanke scheiße war. Den nehmen wir. Schön noch weiter die Beschleunigung gepusht. Stärke ist auch fast, also Stärke, Abschluss, Schusskraft, Volley und Kopfballpräzision sind auch fast alle schon auf 85er Plus Werten. Wieso ist die Mentor Challenge noch gesperrt? Ich habe noch. Na gut, wir haben jetzt ein Spiel gemacht. Das fördert den Team-Spirit, wenn am Ende des Trainings der Trainer sagt, ich möchte Alex hat für diesen wunderbare Training gratulieren. Bitte, Mannschaft, applaudiert alle einmal für einen neuen Zugang. So, und jetzt könnt ihr alle wieder nach Hause gehen. Also das macht einen richtig schönen Team-Spirit. Überhaupt nicht der Streber des Teams. Die lieben uns jetzt alle, wenn der Trainer jedes Training lang nur uns lobt und keinen anderen. Dann liebt uns die Mannschaft wirklich. So, Spieltag gegen Real Sociedad. Wieder ein Auswärtsspiel. Haben wir eigentlich schon ein Heimspiel gemacht? Ich meine, das erste Spiel, war das ein Heimspiel? Das war doch auch ein Auswärtsspiel, oder? Ich meine, wir wurden eingewechselt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir spielen jetzt auf jeden Fall in der Startelf, haben wir uns ja verdient. Und wir sind halt, wie gesagt, schon eine 84. Also wir sind schon eine der Superkarten. Und wir haben halt wirklich nur die Sturm- oder die für uns relevanten Werte gepusht. Das heißt, wenn wir... Wir sind quasi noch mehr als eine 84. Wir sind eigentlich schon vor den Werten, wenn wir die eben auch im Training gesehen haben, so auf dem Niveau von einer 86er, 87er Spieler. Also wirklich schon unter der Weltklasse. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber was kann ich dafür, wenn ich das in den letzten beiden Spielen erspielt habe und man den Spielstand übernehmen kann. Aus dem Grund ist das hier auch der letzte Teil mit Alex. Weil irgendwann macht es halt keinen Sinn mehr, die Werte jedes Mal wieder zu übernehmen. Und ihn irgendwann schlechter zu machen, macht auch keinen Sinn. Von daher muss man Alex-Geschichte irgendwann zu Ende erzählen. Und das ist jetzt hier der Fall.
Die letzte Story mit Alex. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann auch die letzte mit Danny und Kim sein wird, weil, naja, Alex müsste dann ja da quasi in deren Stories auch vorkommen. Wäre komisch, wenn, ich meine, wenn er jetzt nicht unbedingt stirbt in diesem Spiel, was sehr komisch wäre für einen FIFA-Story-Modus, dann wäre es strange, wenn man die Geschichte von den beiden weitererzählen würde, ohne Alex auch nur wirklich auftauchen zu lassen. Also ich denke mal, wenn man wird da einen, oder wenn man wieder mehrere Charaktere erzählen will im nächsten FIFA, dann, wenn überhaupt ein Story-Modus kommt, aber ich gehe ganz stark davon aus, weil er ja recht beliebt ist, dann wird es höchstwahrscheinlich mehrere geben. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, verdammt. Dann wird es wahrscheinlich komplett neue Charaktere mit komplett neuen Stories geben. Bale, Alex, fast. Hab nur ich das Gefühl, dass es gerade so viel lauter geworden. Da liegt es daran, dass es eben Frauenfußball war und das Spiel deswegen simuliert hat, dass da kaum Fans sind. Ist auch ein bisschen hart, das meinte ich so hart gar nicht. Ist nur komisch, dass wir eben auch in einem großen Stadion gespielt haben und Co. und es da halt relativ leise war. Und jetzt spielen wir hier im Stadion von Real Sociedad. Und da brüllt mir hier gerade alles ins Ohr. Also scheinen die Soundaussetzer nur in-game zu sein. Also im Menü hatte ich keine. Von daher sollte ich vielleicht nicht nur den PC, sondern auch die Konsole einmal neu starten gleich. Nach diesem Part. Ich möchte halt im Idealfall ein Tor mit Isco vorlegen. Ich glaube, das ist übrigens sogar unser allererstes Spiel bei Real Madrid, in dem wir die ganze Mannschaft spielen, weil wir hatten, glaube ich, erst eins. Vorher haben wir noch die Testspiele mit Bayern gemacht. Und da haben wir ja diese Mentoren-Sache einmal gespielt, um das einmal gezeigt zu haben. Das war halt nur die Hälfte der Mannschaft spielen und die andere Hälfte... dann quasi von der CPU übernommen wurde. Das ist das erste Mal, dass wir die komplette Mannschaft spielen. Varane, könntest du bitte den Ball erobern? Das wäre voll schön. Easy Asensio nicht so verausgaben. Das brauchst du gar nicht. Das war wohl abseits. Ich wollte auch eigentlich schon viel früher dahin spielen. Hat nur irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das erst vorgestellt hatte. Der ist besser, aber da passt leider einer auf. Hätte ich den ebenso getimt, da waren wir ja weiter vom Torwart weg, dann wäre das wahrscheinlich gut gegangen. Ah, nee. Es ist halt echt schwierig, Isco in eine Position zu bringen, dass der Alex vorlegen kann. Aber jetzt wäre gut gewesen. Jetzt war der Pass aber nicht gut. Er war auch mit dem Rücken gespielt und so weiter. Oder also gespielt. Nicht mit dem Rücken gespielt, sondern in den Rücken von sich selbst gespielt. Also mit dem Rücken zur Passrichtung. Das war ein bisschen problematisch, so wie jetzt gerade der Pass von Alex. Funktioniert er in FIFA 19 bei weitem nicht mehr so gut wie noch in FIFA 18. Da hat er schon bei weitem nicht mehr so gut funktioniert wie noch in FIFA 17. Von daher sollte man davon ausgehen, dass er das nicht mehr so echt ist. Gut war. War jetzt nicht gefährlich, aber der hätte gefährlich werden können. Hey, wir haben einen kleinen Disco-Zusammenspielpunkt bekommen, weil wir jetzt erstmal einen guten Pass gespielt haben. So eine Kacke. Das ist halt echt dieses Problem, ne? Wenn man mit einem bestimmten Spieler, einem anderen bestimmten Spieler unbedingt den Ball vorlegen möchte zum Tor, musst du rein theoretisch auf Amateur spielen, wenn das hinbekommen wird. Deswegen mag ich dieses System auch nicht. Dieses Mentoren- oder dieses Partnersystem mochte ich im letzten FIFA schon nicht. Also ich bin halt jemand, der gerne diese ganzen Aufgaben dann auch erfüllen möchte. Ich bin immer gerne so bei Spielen, die ich besonders gerne mag. Und FIFA ist halt ein Spiel, was ich besonders gerne mag. Da möchte ich den immer gerne auf 100% spielen.
Das ist dann bei sowas immer total kacke, weil man dann auf einer Schwierigkeitsstufe spielen muss, die halt null Herausforderung ist, damit man diese besonders beschissenen Bonusaufgaben dann vernünftig hinbekommt. Okay, also, jetzt schlägt Isco die Flanke für Alex, der jetzt hierhin läuft. Das war, glaube ich, noch nicht mal Alex, der den Kopfball gespielt hat. Ah, egal, wir müssen jetzt erstmal ein Tor machen. Geht besser? Geht auf jeden Fall besser. Ich wollte gerade Taktikeinstellungen machen und auf sehr offensiv stellen, bis mir dann einfiel. Ja, ich kann da ja keinen Zugriff drauf. Sehr schön. Und jetzt Alex Lauf. Jetzt Großpass. Und Alex verwandelt das Drecksding. Auch wenn es ein Abpraller war, scheiß drauf, 1-0. Das war erstmal das Wichtigste, dass wir das Match hier zumindest erstmal gewinnen. Jetzt können wir uns wieder auf die Bonusaufgaben konzentrieren. Weil die Halbzeit kam schon wieder früher, als ich es erwartet habe. Ich spiele ja nach wie vor 4 Minuten Halbzeit. Das vergesse ich mittendrin immer wieder. Immer wenn dann plötzlich schon Halbzeit ist, dann denke ich mir so, oh, das gibt jetzt ernsthaft Elfmeter, willst du mich verarschen? Ah, nee, das gibt offensiv vor. Ich wollte schon sagen, ne? Beides übertrieben. Im Grunde genommen sind die zum Kopfball gegangen und sind übereinander gestolpert, aber was soll's. Fast. Aber es ist halt so kacke, dass unser Partner so weit defensiv spielt. Warum spielt Disco eigentlich so weit defensiv? Haben wir keinen Casemiro auf dem Platz? Das ist doch seine Rolle. Disco ist doch eigentlich ZOM. Ich verstehe nicht, warum der defensiver als beispielsweise ein Kroos immer steht hier. Kroos ist natürlich auch ein Ballverteiler und Modric ebenfalls. Modric ist auch eher offensiver Typ, deswegen verstehe ich halt nicht, dass ein Casemiro oder sowas nicht auf dem Platz ist. Aber trotzdem ist halt Isco auch ein super offensiver Spieler eigentlich. Riesenchance. Hat uns aber trotzdem ordentlich Punkte gebracht da oben, auch wenn wir nicht reingemacht haben. Von daher brauchen wir uns nicht drüber beschweren. Jetzt haben wir, glaube ich, gefühlt auf Fünferkette gestellt. Und Isco ist jetzt linker Verteidiger. Ich verstehe unseren Manager nicht, aber gut. Da hatte sich Isco eben zumindest mal kurz einsortiert. Oh oh. Oh oh. Wieder so typisch FIFA, der Gegner schießt 4-mal und der Ball breit jedes Mal zu seinem eigenen Spieler wieder zurück. Hatten wir jetzt schon 4-mal erobert, den Ball da. Wenn ich das tue, dann kriege ich den Ball nie wieder zurück. Oh mein Gott. Also, Schützen wechseln zu Isco. Kopfball macht im Idealfall Alex. Ist wohl nichts draus geworden. Naja, Spiel ist jetzt eh durch. Ah, oh, wenn der durchgekommen wäre, hätte ich versucht, aus der zweiten Reihe einen angeschlänzten Ball im Winkel zu hauen. Hätten wir unsere Vorlage von unserem Mentor noch bekommen. Ich weiß echt nicht, wie werden diese Mentorenpunkte kommen sollen, wenn
unser Mentor zentral defensives Mittelfeld spielt und wir Stürmer sind, wie sollen wir jemals groß zusammenspielen? Hey, das ist so behindert. Das regt mich jedes Mal so auf. Wenn ich das Tor mache, soll ich mir eine Vorlage holen. Wenn ich mir eine Vorlage hole, dann soll ich mir das Tor machen. Das ist so kacke. Wir haben das Tor gemacht. Ja, es ist leider Minuspunkte, weil du keine Vorlage gemacht hast. Ja, das ist hier jetzt auch irgendwie... Und wieso kann man den Scheiß nicht überspringen? Das ist doch zum Kotzen. Die Animation, bis die Spieler endlich das Spielfeld verlassen haben, dauert ja fast länger als eine Halbzeit. Ja, das war der Part. Ich hoffe, dass die Soundfehler jetzt gleich beseitigt werden können durch einen Neustart von Konsole und PC. Oh, Player of the Month. Nicht Player of the Month, Team of the Week natürlich. Hunter. Warum die eine 82er-Karte hat, wenn er jetzt schon 84er-Standardwert hat. Keine Ahnung, aber die 82er-Karte wird wohl die sein, die wir dann in Ultimate Team tatsächlich auch bekommen. Wir werden ja wohl keine Kim-Karte bekommen, weil es gibt ja keine Frauen in Ultimate Team. Von daher wird es wahrscheinlich wieder nur eine Danny und eine Alex-Karte geben. Hat sich kaum was verändert bei dieser Team-Kollegen-Challenge. Ein bisschen was schon, aber kaum. Und? Und? Oh! Hast echt Glück, dass wir uns nicht begegnen. Oh ja, wäre peinlich für dich gewesen, gegen deinen Ex-Verein rauszufliegen. Ja, ja. Den Traum von der Champions League zu versauen? Mhm. Das wäre für mich unerträglich gewesen. Mann. Dafür darfst du jetzt gegen Terry ran. Die Medien lieben das, das große Bruder-Duell. Das wird was Besonderes. Oh, das ist sicher Michael. Wie geht es ihm? Er hat Lou Williams, den Superstar, als Klienten, Mann. Also geht's ihm gut. Bestell ihm schöne Grüße. Ich überleg's mir. Bis dann, Mann, bis dann. Alex. In Madrid findet diesen Monat das FIFA Say No to Racism Event statt und du bist eingeladen. Die Topstars sind alle da. Neymar, De Bruyne, Ronaldo. Bin dabei. Okay. Und dann überleg dir, an welche Charity du spenden willst. Ich besorge dir ein Interview, wo du alles bekannt geben kannst. Okay. Und danach müssen wir uns um deine Marke kümmern. Die Aufnahmen sind schon in ein paar Wochen. Bis dahin muss dein Logo feststehen. Kein Problem. Meine Mom ist eine Designerin bei einer Firma, ja? Was, wenn sie dabei wäre und das Design machen würde, ha? Interessanter Vorschlag, aber sie ist nicht so im Thema drin. Sie kennt sich mit Fußball aus, schon solange sie meinen Dad kennt. Und niemand kennt mich besser. Das wäre perfekt. Deine Mutter mag sie aber nicht. Wir sind nicht die besten Buddies. Man merkt ja zumindest, dass Beatrice ihren Job macht und das Beste für unsere Karriere will. Also im Grunde genommen war der ganze Kack da mit Kim hier im Grunde genommen Alex schuld und nicht die von Beatrice. Das ist zumindest aktueller Stand. Ich habe mir das angeschaut. Alexander, freue mich auf die Spiele, dass du überhaupt noch schreibst. Ich hätte ihn erstmal ignoriert. Bist du ein super Joker für die Gruppenspiele in der Champions League sein? Willst du mich verarschen? Wir sind schon Ewigkeiten Stammelf, aber okay, wir haben jetzt nur gesehen, dass wir gegen Dortmund müssen und ManU gegen Paris. Das sind die einzigen Sachen, die ich mitbekommen habe. An einem anderen müssen wir halt nochmal gucken, was die Champions-League-Spiele dann werden. Aber ja, das sehen wir dann halt auch im nächsten Part. Ne? Ich hoffe, ihr habt Spaß, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.